So, und Eisen kommt dadurch. Okay. Passt. Passt, passt. Das geht ja nicht, haben wir gesagt. Gut oder nicht gut? So, dann füllen wir das noch schnell auf. So, wir haben das immer wieder gleich die ganze Breite. Okay. Langsam. Verstehe das Ganze wieder. So, dann grabe ich mir da mal bis zu den Rohren. Sehr schön, ich glaube, der fühlt sich ja. Das ist weit. So. Hier noch. Ist unsere Spinne aktiv, weil ich die höre. Ah, na, da kommt schon wieder was geflogen. Du hast dann auf einiger Zeit. Mhm. Beginnen sie immer. Ja. So, hier. 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 Was dann? Das ist ein massiver Erzvorkommen im nächsten Stockwerk. Das nächste Stockwerk ist wo? Nach dem 10. das 11. wo du nur die Treppen einmal runtergelegt hast. Ja. Da bin ich noch nicht da weiter. Da muss man mal einen Kubus finden, wo man normal durchkommen kann. Okay. Weil ich versuche gerade zu der Rohre rüberzukommen. Und das gelingt dir nicht zurecht. Ich verlängere. Ah, ich habe den Rand erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und das Eisenlager ist auch schon begonnen. Eisenbahnlager, also.
kommen hier wieder. Hoppa. Da habe ich ja noch. Die mir aufzupassen, da. Zu heftig abbauen. Weil? Ja, weil er da zumindest vor Eisenschuhe Transportpipe nach unten geht. Das ist ja der kleine Toppreis. Achso. Dann sollen wir da eine Lampe setzen. Da sind die Pipes, dann bauen wir da die Lampe ab. Da schicken wir so ein bisschen im Kreis das Herz. Hm. Ja, da ist es. Da ist Eisen. Das Eisenrohr oder neues Vorkommen? Nein, nein, das Eisenrohr, was nach unten kommt. Wieder gerade. So. Eisenbahnlager ist begonnen. Und es fühlt sich auch schon. Gut, dann schaue ich mal zum Zinnbarrenlager, wie das denn aussieht. So, wird die Doppelfolge schon zu einer Dreifachfolge? Jo. Ich habe es gedacht. Es geht rucki zucki. Jetzt habe ich nur hingeschaut, weil nichts. Jetzt sind wir natürlich drüber. Also wenn du aber du packst eh ein bisschen was zum Schneiden bei 48 ja, sind wir, also okay. Könnte man. Ein paar Minuten geht noch, dann hauen wir 23er Folgen raus. Ja, dann müssen wir nur ein paar Minuten anhängen. Also wenn du Zinn brauchst, es füllt sich langsam. Ich habe mittlerweile 19, 11 volle Hopper. Also. Mhm. Zinnlager. Gut, ich habe jetzt da sehr schön. Hol ich mir dann gleich was. Ich wollte gerade sagen, ich räume es aus, denn ich brauche Hopper. Aber ich brauche auch Pipes und die darf ich mir nicht machen. Das heißt, die darfst du dir nicht machen. Weil du die harten Machine-Block brauchst. Ja, dann nimmst das du jetzt raus und ich nehme dann das nächste Mal, wenn es voll ist. Ich habe noch 832. Achso, ich habe auch 214. Alles bitte. Verstehe. So, ich schaue mal, wo Lithium ist, in welcher Tiefe. Und das muss ich jetzt mit den Rohren einmal hin. Mit beiden. Und Gold rennt dann weiter nach unten. Das ist unser Lift. Da ist er. Ein Zimmer einlagern, das ist cool. Ja. Achso, Blödsinn. Was denn? Wenn man im falschen Lift einsteigt, hätten sie nicht wundern, warum es nicht da unten geht. Ja, das. Da kommt der nächste. Chili, dann halb Chili. Ja, die stützen sich immer da runter, gell? So, wir sind da auf Höhe 167. Wie schaut denn das da aus? Sehr schön, sehr schön, sehr schön wird das ausgesaugt. Ja. Auf Höhe 167. Super. Bitte, bis dahin können wir es jetzt dann noch. Das ist auch schon wieder voll. Hallo? Also Kupfer ist wirklich. Ah ja, da haben wir Täter.
sinnvoll. Gut, Kupfer ist bis wohin? Ich glaube, Kupfer kann ich dann die Fläche komplett einmal aufbauen, weil sonst können wir nichts mehr abbauen. Das ist so massiv viel. 167. Einen Block abgebaut. Oh ja, das ist mir auch schon mal passiert. Wie geht das? Den hätte ich gar nicht anvisieren können, sollen, dicken, dürfen, hätten können. Da, so. Eben. Na okay. 167 auf minus 167. Geht das da nicht weiter? Wollen wir. So am blödesten. Okay, das geht dann da gar nicht raus. Eigentlich. Ich nehme da jetzt einfach was weg. Achso, das ist ja. Okay, das stimmt nicht. Was denn? Hab ich was falsch gemacht? Das muss. Na, ich. Okay. Na dann. Dann passt's. Ne? Ist okay, ja. Weitermachen. Was? Weitermachen. Ja, okay. So, das Zinn baut sich auch schon ab. Wobei keine Ahnung, wie weit das in die Wand geht. In die Richtung, wo ich schaue. Ja, genau. So. Ja, passt. Händisches Umverteilen. So, rauf, 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 rauf. So, na schauen, wie es noch dem Zinnwarenlager geht. Jo, fühlt sich langsam, sehr cool. 5, 7, noch ein Storage-Chopper voll. Dann müsste das nachher automatisch. Den Ofen, was du weggenommen hast, hast du gleich wo aufgebaut. Ach so, na, das könnte ich eigentlich machen. Du kannst gleich beim Kupfer reingeben. Wenn da ist so viel. Na, den da war das gar, eh schon den voll. Den habe ich noch gar nicht abgebaut, siehst du? Ja. Könnte ich machen. Ich warte noch, okay. Oh, schön. Was hast du gemacht? Durch gesumpert.
Ich nehme extra den Block vor mir als erstes weg. Mhm. Nur sollte man ihm Zeit genug geben, dass er sich auflöst. Wie ich gesehen habe, dass es in eine Höhle mündet, war meiner auch schon weg. Ich warte da noch ab. Ich will wissen, ob das Flussdiagramm, das aufgebaute, funktioniert. Sollte aber so sein, wenn das voll ist. Der hier sollte sich der füllen, beziehungsweise die Linie auffüllen. Nur noch 20 Bahnen. Die kommen ja stetig runter. Wie sieht das da aus? So. Passt, passt. 16. Passt. 15. Schon auf minus 115 mit dem ersten Rübe. Mhm. Das werde ich bis zur Linie davor, wenn das die Kohle weg ist, vorbauen können. Cool. 15 noch. Hm. Aufpassen immer, dass die Rohre wirklich in die richtige Richtung zeigen beim Aufbauen. Mhm. Wenn es fließt dann irgendwo nicht durch, dann kannst du das Ganze kontrollieren. So, gleich zwei. Sollte es hier gefüllt werden. Ja, passt, cool. Ja, funktioniert so, wie wir gedacht haben. Sehr schön. Mhm. So, wir müssten eigentlich unsere Zeit erreicht haben. 58, 40. Hoppala, falsch. Gleich 59. Liegt da drin noch irgendwo was? Ein Erzenraum? Ja. Du hast Erze ins Lager gelegt, ne? Gold, ja, und Lithium. Ja. Okay. Die sind wir beim, bevor wir aufgenommen haben, sind wir die überblieben, die wir dann reinschmeißen. Okay, dann werde ich die mal wegheizen. Die kannst du vorläufig noch reingeben. So schnell wird sich das dann nicht füllen. Was habe ich gesagt? 167, gell? Keine Ahnung. Wir haben da ja immer gemischt alles reinlegen können. Nein. Was? Kupfer. Schon wieder? Oh. Aber die letzten paar. Naja. Oh wie, Gott. Wie tief bist du? Minus 164 bin ich gerade und auf 167 oder so. Okay. Okay, also da war es jetzt nur mehr.
nehme mir eine Reihe harten Maschinenblock und leg aber das Nickel nach. Mhm. Ja? Ja. So, und wir sind jetzt eigentlich fertig, oder? Ja. Jetzt sind wir durch, ja. Eine Stunde und ein bisschen was. Alles klar. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.